Heute besuchen wir die neu eröffnete Adlerstube. Schauen wir mal, was Betty und ihr Team aus dem Lokal gemacht haben. Genussvoll eröffnete am Samstag, den 6. Dezember, Elisabeth Betty Mleineks Adlerstuben in Wels. In einer gemütlichen Runde mit vielen bekannten Gesichtern wurde ausgiebig gefeiert. Und wen befragt man am besten zum Thema Gastwirtschaft? Genau, den Wirtschaftsreferenten. Die Adlerstube ist ein ganz traditionsreiches Lokal und ich bin froh, dass wir heute wieder neu eröffnen, nämlich mit traditionellen Speisen, mit Hausmannskost, das Ganze angereichert mit ungarischen Spezialitäten. Und was mich besonders freut, ist, dass auch am Feiertag und an Sonntagen bis um 15 Uhr geöffnet ist. Etwas, was wir in der Innenstadt auch dringend brauchen, dass am Wochenende hier gastronomisch eine Versorgung auf guter Qualität stattfindet. Und da wünsche ich alles Gute für die Zukunft und freue mich auf einige Besuche hier. Stolz über den Besuch von Stadtoberhaupt Dr. Peter Kreutz, natürlich die Gastgeberin. Er war einer von den ersten Gästen, sage ich ganz überraschend. Und schaut so aus, dass er wohlgefühlt hat, nehme ich an, wenn er so lange geblieben hat. Die Vorzüge der Adlerstuben im neuen Gewand bringt der Bürgermeister treffend auf den Punkt. Es ist eine Gastlichkeit, in der die Gemütlichkeit Vorrang hat. Ich hoffe, dass da viele, viele Gäste herkommen, weil sie sich nicht nur unterhalten können, sondern auch eine gute Küche genießen werden. Es gibt so eine Art österreichisch-ungarische Verbindung der Speisen und ich glaube, das ist eine gute Mischung. Eigentlich habe ich ziemlich gute Speisekarte für Österreicher, für Ungarn oder überhaupt für jeden, wer vorbeikommt. Und wie bewertet der Vizebürgermeister Peter Lehner die österreichisch-ungarische Küche? Ich mag es hin und wieder doch auch sehr zünftig und der Schweinsbraten und auch das Gulasch kann ich wirklich nur empfehlen. Für gute musikalische Unterhaltung war gesorgt und die Gäste fühlten sich sichtlich wohl. Es wurde getanzt, geplaudert und geschmaust. Mit dem Feier bin ich natürlich sehr zufrieden. Es sind einige Gäste gekommen, sind alle Freunde, Bekannte. Die haben die schwierige Phase, die ganze Umbau mitgeholfen, mitgemacht. Herzlichen Dank natürlich für alle, dass sie da sind. An so einem himmlischen Abend ließ es sich auch das Christkind nicht nehmen, Bettys Schmankerln zu testen. Von Montag bis Sonntag können auch Sie der Adlerstuben einen Besuch abstatten. Öffnungszeiten sind 10 Uhr am Vormittag, warme Küche ist ab 11, halb 11, 11 bis 22 Uhr am Abend. Und dann Sonntag bis 15 Uhr, dass die Gäste von Umgebung am Sonntag auch was Gutes zum Essen bekommen natürlich. 7 Tage pro Woche umsorgen Betty Mleinek und ihr Team ihre Gäste. Die Adlerstube ist also auf dem besten Weg. Eine 1A-Adresse für gute Küche in Wels. Ich wünsche natürlich, dass sie jeden Tag ein volles Haus hat. Das wünscht man, denn dann zahlt sich der Einsatz tatsächlich aus, dass sich die Leute hier gut unterhalten. Und Gasthäuser sind ja etwas wie eine soziale Einrichtung auch, wo man manche Sorgen los wird. Das Gasthaus hat ja schon eine sehr, sehr wechselhafte Geschichte gehabt. Und ich war sehr oft auch hier als Gast und wir werden das auch wieder machen. Und zu guter Letzt ein Tipp für Erfinder. Vielleicht wäre ein Mantelpiepserl eine gute Idee. Diese App würde auch der Bürgermeister gerne downloaden.